Oh yeah, Yas Marina Circuit ist im Spiel, kam gestern mit dem Update 2.0 mit dazu und selbstverständlich schauen wir uns in der heutigen Folge diesen Kurs mit all seinen Varianten an, beginnt direkt mal mit der Gesamtstrecke und die kennt man ja hauptsächlich von der Formel 1 und deswegen habe ich mir gedacht, dann nehmen wir doch ein Fahrzeug, wo wirklich Technik drinsteckt, den AMG One, ein 1,6 Liter V6. Ja, Hybrid-Turbomotor, also ein direkter Formel-1-Motor, treibt ja dieses ganze Aggregat. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Forza Motorsport hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Und jetzt nehmen wir Platz im Fahrzeug und fahren zum ersten Mal hier, zumindest mal in Videoform, über diese Strecke im neuen Forza Motorsport. Ich bin schon mal zwei Runden hier jetzt gefahren im Vorfeld. Ich habe einfach mal auch geguckt, wie sich ja vor allem das Fahrzeug anfühlt, denn den bin ich auch natürlich noch nicht gefahren. Und dementsprechend wollte ich da einfach schon mal nicht so ganz blind rangehen. Aber ja, Yas Marina, ich habe es gerade gesagt, kennt man ja schon von der Formel 1. 2021 wurde der Kurs hier ein bisschen umgebaut. Ja, an einigen Stellen wurde er ein bisschen smoother gemacht, ein bisschen schneller gemacht. Gerade, dass die Formel 1 da ein bisschen besser durchkommt. Eine der großen Änderungen sehen wir jetzt schon mal. Früher, ich mache mal ein bisschen langsam vielleicht, ging es ja dann hier in so eine Schikane rein. Dann ging es in eine ganz, ganz enge Haarnadel. Die haben sie jetzt auch quasi überarbeitet. Das ist jetzt eine etwas ausladendere 180 Grad. Gerade auch, weil man die Schikanen nicht mehr fährt, kann man ein bisschen beide ausholen. Also man kann ein bisschen mehr Speed mitnehmen auf eben diese super, super, super lange Gerade. Wenn mich nicht alles täuscht, ist sie, glaube ich, 1,1 Kilometer lang. Also da kann man mal richtig schön ballern und mal fast 300 Sachen erreichen. Ne, wir erreichen sogar 300 Sachen hier im AMG One. Also richtig stark und ja, Strecke, wie ich finde, geil umgesetzt. Die Beleuchtung gerade in der Nacht wirkt natürlich richtig nice. Und ja, ich meine, ich bin nicht immer der größte Fan von modernen Strecken, aber Yas Marina, als sie eingeführt wurde, ich glaube 2009 war es, habe ich direkt ins Herz geschlossen. Irgendwie gefällt mir die Strecke von Anfang an und ich finde sie richtig, richtig cool. Von dem her freut es mich, dass sie jetzt auch hier in Forza Motorsport mit dabei ist. Und klar, wir müssen nicht darüber diskutieren, es fehlen noch so viele Strecken, die wir gerne im Spiel hätten. Aber mal gucken, das ist ja nur der Auftakt von hoffentlich noch sehr vielen Strecken, die noch nachkommen werden. Wir wissen ja schon mal, dass im Dezember oder mit dem Dezember-Update auch nochmal eine neue Strecke mit dazu kommt. Welche das sein wird, wissen wir noch nicht. Hoppensala, driften will ich jetzt eigentlich nicht hier mit dem Fahrzeug. So. Eine Runde haben wir auch gleich geschafft. Zumindest mal so eine lockere Einrollrunde. Ja, ich habe es gerade eben gesagt, wir schauen uns hier heute mit all den Varianten an. Es gibt insgesamt 4 Streckenvarianten. Das ist jetzt die Gesamtstrecke, die man auch wiederholend gesagt außer Formel 1 kennt. Dann gibt es noch die Nord- und Südstrecke und bei der Nordstrecke gibt es noch eine kürzere Variante, auch nördliche Korkenzieher-Variante genannt. Und ich hätte gesagt, wir fahren da so jetzt mal auf jeder Variante so, keine Ahnung, 2 bis 4 Runden, je nachdem, wie wir Lust haben. Und vielleicht, wenn die Zeit noch reicht, zum Abschluss hier vielleicht nochmal auf der Gesamtstrecke oder auf der Variante, die mir am meisten zusagt, nochmal ein kleines Rennen. Ich versuche heute auch die Fahrzeuge ein bisschen durchzurotieren, dass da auch ein bisschen Abwechslung da ist. Aber jetzt erstmal hier so ein bisschen fahren und auch so ein bisschen das Limit kennenlernen von der Strecke und auch vom Fahrzeug. Und ja, auch nochmal ein bisschen Außenansicht machen. Kriegt man ein bisschen mehr mit. Ah, geil. Hat schon was. Gerade das Hotel, ne, was da so leuchtet. Das ist schon so ein Blickfang. Da guckt man die ganze Zeit irgendwie hin. Ja, aber apropos Streckenumbau, Anpassung. Also jetzt da vorne, da gab es ja auch früher immer eine Schikane, in die man reingefahren ist. Das haben sie quasi komplett weggemacht und haben da jetzt auch eine nochmals größere 180-Grad-Kurve draus gemacht, die so ein bisschen über ja, 2 Kuppen führt. Ganz schwierige Passage. Auch eine Kurve, die hier so ein bisschen zumacht. Aber das wurde hier auch nochmal ein bisschen geändert eben, dass es ein bisschen schneller ist, dass es ein bisschen smoother ist. Und dann jetzt hier am Hotel oder unterm Hotel durch diese 2 Links, die jetzt kommen, die wurden auch ein bisschen ausladender gemacht. Die waren früher ein bisschen eckiger. Ja, also man kann jetzt hier auch ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Und die rechts jetzt da vorne ist auch ein bisschen offener gestaltet worden. Die war auch früher ein bisschen, ja, sagen wir mal eckiger. Musste man auch viel mehr verzögern. Und ja, das hier, dieser Curb, das habe ich schon im Vorfeld erfahren. Da können wir gleich nochmal drüber fahren.
Der ist wohl noch nicht so geil umgesetzt. Da wurde sich auch schon beschwert. Die Entwickler wissen Bescheid. Also wir werden vielleicht auch sogar zeitnah nochmal ein Update erfahren hier bei der Strecke, weil bei allen Fahrzeugen, die ein bisschen tiefer liegen, bei diesem ja, Curb vor der letzten Kurve außen, wo man ja auf jeden Fall drauf fahren möchte, der ist ein bisschen zu hoch. Also höher, wie er sein sollte und höher, wie er auch angezeigt wird. Und da wird es wohl dann auch nochmal ein Update geben. Ja, aber ich find's einfach geil. Ich freue mich jetzt einfach in dem Moment, dass eben jetzt eine weitere neue Strecke mit dabei ist. So kurz schon nach Release könnte man natürlich jetzt Böses denken und sagen, ja, das haben sie jetzt extra zurückgehalten, nur dass sie direkt wieder ein Update haben. Ja, das kann schon sein, aber am Ende des Tages ist es mir egal. Hauptsache die Strecke ist drin, hauptsache wir haben mehr Auswahl, mehr Abwechslung, auch für die Karriere oder auch für den Multiplayer. Denn das kann man ja auch nochmal sagen, Yas Marina wird auch in der bestehenden Karriere im Builders Cup in der einen oder anderen Serie dann mit auftauchen. Also das heißt, das eine oder andere Serie, ja, wird einfach eine Strecke getauscht und wird mit reinkommen. Und das wird in Zukunft auch immer so sein, wenn eine neue Strecke reinkommt. Die sind dann nicht nur, oder die sind, ja, nicht nur spielbar im freien Modus oder dann mal im Multiplayer, sondern auch der bestehende Builders Cup kriegt hier und da mal immer ein Update, was Strecken betrifft, was ich auch sehr cool finde. Das macht es ja dann auch irgendwie vielleicht spannend, die ein oder andere Serie nochmal zu fahren im Builders Cup. So, und natürlich, was auffällt, ist, im Vergleich zur Formel 1 ist das natürlich sehr langsam, aber gut, wir haben jetzt hier auch keine Rennreifen oder so drauf, keine Full Slicks. Ich schätze mal, dass der AMG One hier Sportreifen drauf hat, aber halt eben Straßen zugelassen. Genau, der Curb hier, da muss man echt aufpassen. Da hebt es das Fahrzeug, ja, guck, seht ihr das? Direkt aus, also da solltet ihr gucken, dass ihr möglichst nicht drüber fährt oder beziehungsweise früh genug runterfährt. Gerade wenn euer Fahrzeug ein bisschen tiefer ist. So, jetzt versuche ich aber mal noch eine schnelle Runde zu fahren. Und dann gucken wir uns direkt die nächste Variante an. Ja, wir kannten natürlich Yas Marina schon aus den alten Motorsportteilen, allerdings da noch eben mit der noch nicht umgebauten Variante. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir die auch noch irgendwie mit dabei gehabt hätten. Aber ja, sie haben sich jetzt dafür entschieden, natürlich den aktuellen Stand zu nehmen. Und so wie sie halt offiziell auch gefahren wird mit den verschiedenen Varianten, ist ja, denke ich, auch okay. Also ich glaube, andersrum hätten sich mehr Leute beschwert, wenn sie jetzt die alte Variante mit reingebracht hätten und nicht die aktuellste. Dann ist mir das so dann auch, glaube ich, lieber. Aber die Kurve ist auch schwierig, da sucht man den Scheitelpunkt eh sowieso hier ein bisschen später. Ja, ich hoffe, ihr findet es eigentlich auch cool, dass ich jetzt unabhängig von der Karriere, ich meine, irgendwann haben wir die Karriere eh durch, da muss ich eh anderen Content machen, Singleplayer-technisch oder zumindest mal ist es so geplant, aber ich hoffe, ihr findet es cool, dass wir jetzt einfach da so direkt mal die neue Strecke uns angucken, das würde ich gerne dann auch in Zukunft weiterhin so machen, wenn eine neue Strecke kommt, dass wir da einfach direkt mal, ja, Fahrzeug oder Fahrzeuge schnappen und das direkt mal uns so ein bisschen angucken. So, da haben wir doch schon mal eine Zeit gefahren. Wunderbar, dann würde ich sagen, kurzer Cut und dann geht's auf, ich sag jetzt einfach mal, es geht auf die Südstrecke. Ja, willkommen auf der Südstrecke. Ich glaube, das ist die einzige Variante, wo wir nicht die Formel 1 Startzielgerade nutzen, sondern die Alternative, also auch die alternative Boxengasse. Aber ja, nicht lange schnacken, sondern wir gucken uns das einfach mal gemeinsam an. Nehmen Platz im Porsche 911 Baureihe 992 GT3. Ich denke, das ist ein Fahrzeug, das sollte hier ganz gut funktionieren. Und ja, jetzt fahren wir nämlich, genau, hier ist eigentlich diese eine Schikane aus der langen Gerade, aber wir fahren jetzt hier direkt drauf und genau hier ist die Boxengasse und die alternative Startzielgerade, wo quasi die, glaube ich, zweite oder dritte DRS-Zone ist, wie auch immer, wenn man das jetzt sehen möchte. Aber ja, ich glaube, ihr wisst gleich, wo wir sind. Jetzt kommt wieder diese umgebaute lange
180 mit den, ja, zwei Kuppen, einem späten Scheitelpunkt. Da hinten haben wir das Hotel. Und jetzt fahren wir dann da vorne nicht rechts ab, sondern gerade die Runde begonnen hat, fahren wir dann da gerade drauf zu. Ja, genau, okay. Ja, die Variante gab es so auch früher schon, nur halt, wie gesagt, dass der obere Abschnitt anders war. Der ist jetzt natürlich auch hier umgebaut. Ist ein halt eher kleinerer Kurs. Dürfte wahrscheinlich mit der nördlichen Korkenzieherstrecke der kleinste Kurs hier sein, aber gerade für langsame Klassen oder so. Aber selbst für jetzt für den GT3. Das ist ein cooler Kurs auf jeden Fall. Die Flutlichter sind ein bisschen abgegangen. Ich habe ein bisschen Zeitfortschritt gerade drin. Ein bisschen Morgenstunden. Muss ja hier verschiedene Lichtverhältnisse auch mal auschecken. Ja, war ein cooler Kurs auf jeden Fall. Außensicht ein bisschen. Ja, unabhängig natürlich jetzt von Yas Marina, ich habe schon gehört, bei vielen auf dem PC hat das Update für einen Performance-Boost gesorgt, dass es läuft deutlich smoother, flüssiger etc. Was allerdings die Bugs betrifft, sind manche scheinbar immer noch nach wie vor natürlich da. Und es sind auch neue Bugs dazugekommen. Also bei mir sind auch tatsächlich neue Bugs dazu. Zum Beispiel im Hauptmenü habe ich jetzt ein weißes Flackern. Und mein Level wurde zurückgesetzt. Das finde ich auch sehr interessant. Ja, aber den Bug gab es, glaube ich, auch vorher schon. Auf jeden Fall, ja, super schade. Aber das war irgendwie auch klar, dass... Na, guck mal, das Hotel ist jetzt auch aus. Es war irgendwie klar, dass... ja, das natürlich noch lange nicht das Ende der Reise ist, ne? Dass da natürlich noch super viel... passieren muss. Aber immerhin an der einen oder anderen Stelle eine Verbesserung. Und jetzt hoffen wir mal, dass sie den Weg so gut beide beibehalten und weiter schön für Updates sorgen. Ja, ich würde sagen, Südstrecke haben wir auch gesehen. Und dann... gucken wir uns jetzt hier nach natürlich die, upsala, die Nordstrecke an. Die Nordstrecke. Ja, im Prinzip jetzt einfach die andere Hälfte, die wir in der Südstrecke nicht gefahren haben. Jetzt auch wieder auf der Formel 1 Start-Zielgerade bzw. Boxengasse. Und auch hier haben wir eben... natürlich ein Teilabschnitt, der umgebaut wurde, weil wir die Haarnadel am Ende der Strecke, am nördlichsten Punkt eben haben. Aber jetzt fahren wir da erstmal ganz normal hier hin. Und ja, wir haben Platz genommen in der Corvette C8 Z06. Die haben wir uns ja erst jüngst in Forza Horizon angeschaut. Aber hier war sie ja schon von Anfang an mit dem Spiel. Und dann dachte ich, komm, die schnappe ich mir jetzt hier auch mal. Genau, hier eben auch wieder der umgebaute Abschnitt, nicht die Schikane, die wir jetzt hier fahren. Obwohl sie ja noch quasi da ist. Also irgendeiner Variante könnte man sie ja noch fahren. Ne? Ja, und so viel kann ich auch schon mal spoilern. Die nördliche Korkenzieherkurve hat diesen Korkenzieher hier drin, den ihr hier schon seht. Also, ne, kennt man ja aus Laguna Seca. Das ist hier quasi so ein bisschen nachempfunden. Dementsprechend ist sie auch ein bisschen kürzer im Vergleich zu der Strecke hier. Deswegen werden wir jetzt dann gleich, wenn wir die letzte Strecke uns angucken, ein etwas langsameres Fahrzeug nehmen. Ja, und hier ist der große Unterschied. Wir kürzen hier ab, fahren hier direkt rüber und sind dann hier. Vielleicht das Ganze auch hier nochmal in der Außensicht. Ja, in der Forza Horizon 5 Folge wurde sich ein bisschen über den Motorensound von der Z06 beschwert. Muss man auch sagen, zu Recht, ja.
Hier klingt sie ein bisschen besser, finde ich. Aber wenn man jetzt Originalaufnahmen anhört, wird sie nochmal ein bisschen schriller klingen. Weil die Z06 hat im Vergleich zur E-Ray oder zur Stingray ja eine Flatplane-Kurbelwelle, also eine flache Kurbelwelle, und die lässt natürlich das Fahrzeug ein bisschen höher drehen und er klingt auch ganz schrill dadurch. Fast schon wie so ein Ferrari. Genau, jetzt geht es nicht hier rechts lang, sondern hier links, und dann sind wir quasi... Und hier kommt dann die Stelle, wo man normalerweise kommt von der Unterführung, wie auch immer. Der hohe Curb eben, der nicht so geil ist. Eine coole Streckenvariante, wie ich finde. Machen wir hier auch vielleicht gerade noch eine Runde. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall gerade mit diesen vier Varianten schon eine schöne Bereicherung. Also ich glaube, da kann man dann schon coole Rennen haben. In den verschiedensten Klassen. Doch, doch, doch. Das glaube ich schon. Aber hat auch einen guten Flow, finde ich. Also, es wirkt nicht abgehackt, dass man da jetzt dann so rüberfährt. Also, oftmals ist es ja bei so Strecken, wenn es eine andere Variante als den Grand Prix-Kurs gibt, dann ist irgendwie so die Verbindung irgendwie so ein bisschen ganz hakelig. Wirklich wie so eine Zufahrt. Das ist hier aber nicht. Das geht hier echt in einem guten Flow durch. Das gefällt mir schon sehr gut. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch ganz schnell die nördliche Korkenzieher-Variante an. Ja, dann lass uns das Ding doch mal entkorken. Nördlicher Korkenzieher oder North Corkscrew heißt, glaube ich, in der englischen Variante die Version. Ja, und wir nehmen Platz im Alpine A110 in der Neuauflage. Ich dachte mal ein bisschen was Langsameres, was ein bisschen entschleunigt. Wobei, ja, ich glaube, das ist trotzdem ein nettes Fahrzeug für die Rennstrecke. Und ja, im gewissen Sinne unterscheidet sich die Variante jetzt gar nicht groß zu der gerade eben gezeigten. Aber wir werden gleich feststellen, wo der Unterschied liegt. Hier natürlich jetzt erstmal noch nicht. So, sondern jetzt nämlich nach diesem Abschnitt. Ihr seht schon, da sind Pylonen aufgestellt, da ist der Weg versperrt, müssen wir jetzt hier ganz eng rum. Boah, viel enger noch, die macht richtig zu. Und dann hier so ein später Einlenkpunkt. Und dann haben wir hier quasi diese Corkscrew. Das ist die, hat schon was. Und ich meine, es gab mal eine Variante, wo man auch diese Schikane hier mitnehmen muss. Also in den alten Motorsportteilen, meine ich. Aber hier jetzt nicht. Wir fahren geradeaus durch und dann ist es eigentlich wieder die gleiche Strecke. Wir können uns das auch nochmal in der Außensicht komplett angucken. Aber auch die Strecke, wie gesagt, gerade für etwas langsamere Klassen. Ich werde jetzt natürlich ein bisschen später bremsen können. Eben für etwas langsamere Klassen ist das, glaube ich, auch wieder eine coole Strecke. Ein bisschen Abwechslung. Vor allem eben der Korkenzieher, der ist schon technisch anspruchsvoll. Mittlerweile ist ja Yas Marina eine relativ schnelle, smoothe Strecke geworden, aber das ist so ein bisschen echt jetzt ein Abschnitt, der upsala, doch ein bisschen anders ist. Ne? Man muss hier schon sehr, sehr eng rum. Guck mal, wie eng das hier ist. Und dann hier den richtigen Zeitpunkt erwischen, um dich hier so reinfallen zu lassen. Dann aber auch aufpassen, dass man hier nicht zu weit rauskommt, sonst landest du ganz schnell in der Leitbanke hier. Ja, das ist nicht so einfach. Sagen, ziehen wir noch mal eine Runde durch. Und danach hätte ich gesagt, machen wir ein kurzes Rennen noch. Auf der, ja, ich würde schon sagen, auf der Gesamtvariante. Fahrzeug habe ich auch schon eine Ahnung, was wir da fahren könnten.
Auch ein Fahrzeug, wo ich noch gar nicht gefahren bin im Let's Play. Also heute kommt man ja abwechslungstechnisch ja voll auf seine Kosten. So muss ich sagen. Deswegen an dieser Stelle schon mal gesagt, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann lass es mich gerne wissen. Gerne auch in Form eines Däumchen nach oben auf das Video. Nein, das hilft ja im Kampf gegen den YouTube-Algorithmus. Kann man da auch mal machen. So, und hier ist viel später der Einlenkpunkt, als man denkt. Jetzt voll drauf hier. Ja, das geht alles noch natürlich noch ein bisschen schneller, aber für einen Ersteindruck sollte das auch schon mal ganz gut sein. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir nehmen Platz nochmal in einem neuen Fahrzeug, gehen wir zurück zur Gesamtstrecke, aber diesmal mit ein paar drei Vatanen, gucken wir mal auch, wie die so unterwegs sind. Und dann machen wir ein kleines, ja, ich würde sagen, ein kleines 3-Runden-Rennen hier. Bis gleich. Auf hier geht's, ein letztes Mal Yas Marina Circuit in der heutigen Folge. Wir werden ja von einer schönen Abenddämmerung in die Nacht hineinfahren, zumindest mal, wenn ich alles richtig eingestellt habe. Und wie du siehst, wir nehmen Platz im Lamborghini Huracan STO, den Super Trofeo Homologata, ein Fahrzeug wie gemacht für die Strecke. Im Vorfeld habe ich die Reifendrücke angepasst, würde ich auch immer euch empfehlen, passt die Reifendrücke an, da könnt ihr so viel rausholen aus den Fahrzeugen. Habe ich im Übrigen auch jetzt bei den drei Fahrzeugen im Vorfeld gemacht, das ja, ist einfach so immer der erste wichtige Schritt. Ansonsten kann man hier gar nicht so viel einstellen, deswegen ja, passt es soweit. Was ich vielleicht noch anpasse, ist der Spritverbrauch. Wobei, ja komm, wir nehmen einfach sicher ist sicher. Ich weiß es gar nicht, ob die Spritberechnung da immer so stimmt direkt. Ja, ich würde einfach sagen, wir gehen rein ins Rennen. Startposition ist zufällig, kann ich leider auch nicht so direkt bestimmen, wo wir starten. Ich glaube, wir starten jetzt irgendwo mitten im Feld. Wobei, wir wollen ja ein bisschen Action haben, ne? Deswegen sage ich jetzt einfach mal... Oh nein, wo ist das Bremsgaspedal? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich muss mal kurz zur Seite fahren. Kommt drauf. Nee, ich bin nervös. Okay, ich hab's gefunden. Ich hab mich gefunden. Sorry. So, jetzt aber. Auf geht's. Lassen wir mal den V10 erklingen hier. Übrigens das erste Mal, dass wir Lamborghini fahren. Ja, direkt mal eine Strafe. Perfekt. Das habe ich gekonnt. Ne, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass wir Lamborghini fahren jetzt hier in Forza Motorsport. Ist auch übrigens der einzige Lamborghini, den ich im Fuhrpark aktuell besitze. Und dann gleich so ein geiles Ding. Oh, das sieht schon geil aus, oder? Mit der Sonne, die da untergeht. Nice! Lichtstimmung 1. Action. Oh, das ist die nächste Strafe, aber ich muss ja irgendwo... Ah, ne, doch nicht. Ist eine Strafe. Gott, und was für eine. Ah, ich muss ein bisschen ausweichen. Ich muss mal auf der Bremse. Beide Linie. Boah, das sieht auch geil. Guck mal, wie die Sonne in den Hotelfassaden spiegelt. Boah, das ist doch geil, oder? Das sind so kleine Highlights, aber die feiere ich. So. Schon die Scheinwerfer an, sehr schön. Ah, das klappt doch. Mit in die Nacht hineinfahren, so wie sie es gehört bei Yas Marina. Bremst ja früh.
Das wäre fast schief gegangen. So krass, der Curb gerade da innen. In den F1-Spielen kannst du den nicht mitnehmen. Aber das sollte man nicht. Hier auf jeden Fall, merke ich gerade. Für der eine Curb da am Ende. Aktuell noch nicht, wie gesagt. Der bremst halt bitte, der Lambo. Und trotzdem werde ich von hinten einfach mal angeschoben. Aber ein bisschen später bremsen können wahrscheinlich. Ah, guck mal. Ein SCO-Kollege. Macht aber echt Laune zu fahren. Also die Fahrzeugauswahl heute, würde ich sagen, kann sie sehen lassen. So. Das ist riskant. Die letzte Kurve macht nämlich ein bisschen zu, jetzt hier innen reinzugehen, aber es passt. So, gucken wir mal, ob wir am Celine auch vorbeikommen. So, letzte Runde. Okay, der ist da noch innen, muss ich aufpassen. Jetzt aber. Okay, kann halt echt innen rein jetzt. Voll gut. I like. Ach, vielleicht schaffen wir es noch aufs Podium. Die zwei vor uns müssten wir kriegen, dann wären wir auf dem Treppchen. Das wäre doch nice. Nachdem ich diesen extremen, peinlichen Fehler hatte und das Gaspedal nicht richtig gefunden habe am Start. Aber wobei, ich habe noch die 1,7 Sekunden Strafe. Never mind. Ich glaube, die werde ich nicht mehr rausfahren. Aber noch bin ich da vorne eh nicht vorbei, also. Oh, jetzt habe ich versucht, doch ein bisschen später zu bremsen. Hat nicht so gut geklappt. Da muss ja mal was riskieren. Ja, aber so oder so, ich hoffe, du hast einen kleinen Eindruck zur neuen Strecke des Spiels machen können durch das Video. Wie schon gesagt, wenn es dir gefallen hat, gerne Feedback da lassen, gerne ein Däumchen nach oben. Würde ich mich freuen. Und ansonsten geht es die Tage auf jeden Fall wieder weiter hier mit dem Let's Play. In den letzten Tagen gab es ja ein bisschen weniger Forza Motorsport-Content aus gesundheitlichen Gründen, wobei ihr habt ja am Montag einen 8-Stunden-Stream bekommen, also auf die Stunden gerechnet, würde ich sagen, sind wir am Soll geblieben. Okay, never mind, ich hätte so oder so keinen mehr bekommen. Ja, doch, den kriege ich jetzt noch, komm. Oh, sogar mit Feuerwerk, wie geil ist das denn? Okay, das feiere ich jetzt gerade richtig. Geil! Sieht richtig nice aus. Okay, nochmal ein kleines Highlight zum Schluss. Geil, okay, wunderbar. Dann soll es das gewesen sein. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder hier auf dem Kanal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Forza Motorsport. Mach's gut und bis dann. Ciao!